wollte ich mich bedanken für den enormen Zuwachs in letzter Zeit und dass ihr so fleißig meine Videos guckt. Ich bin wirklich sehr dankbar. Das ist nicht selbstverständlich. Deshalb freue ich mich umso mehr, dass ihr euch extra Zeit nehmt, um meine Videos anzugucken. Ich habe heute wieder einen Gast und zwar meinen Freund Jonas. Ihr habt abgestimmt und zwar machen wir heute den Drogerie-Lippenstift-Test mit einem Kusstest. Und wenn ihr auch so abstimmen wollt, welches Video ich hochlade, dann folgt mir doch gerne auf Snapchat und auf Instagram. Dann könnt ihr auch so ein bisschen mitstimmen. Ja, wenn euch das Video gefällt, würden wir uns... wie immer über einen Daumen hoch freuen. Und für alle, die neu sind, auch über ein Abo. Und dann würde ich sagen, fangen wir auch an. Ich habe von 7 verschiedenen Drogeriemarken matte Lippenstifte gekauft. Und wir haben uns gedacht, dass ich die dann auftrage. Dann gucken wir, wie matt das ist. Und danach machen wir den Kusstest und gucken, wie sehr die abfärben. Und wie gut die halten und wie die sich auch anfühlen. Such dir mal was aus. Soll ich einen aussuchen? Ja. Gut, dann nehme ich jetzt den von Catrice und das ist der drittteuerste. Der hat nämlich 4,95 € gekostet. So, ich habe den jetzt aufgetragen und ich finde, dass der sehr matt aussieht, auf jeden Fall. Und das Gefühl auf den Lippen gefällt mir gut. Der ist total cremig, sagen wir mal so. Ich glaube, dass der schon abfärben wird. Kusstest. Warum guckst du mich so an? Da kann ich dich ja gar nicht küssen. Ui. Gut. Du hast einfach, willst du auch mal gucken? Habe ich jetzt auch Lippenstift drauf? Also ich habe jetzt immer noch was drauf. Muss man ehrlich sein, aber dafür hast du auch viel drauf. Oh, ja. Ich sehe schrecklich aus wie ein Clown. Ja, ich gebe dir mal... Und wie hat sich angefühlt? Hast du gemerkt, dass du viel abbekommen hast? Also ich fand's, also ist ein bisschen blöd zu sagen, dass es ein bisschen klebrig war. Aber ich habe schon gefühlt, dass da so ein bisschen ja, was rübergekommen ist sozusagen. Ja. Als hättest du dir selber Lippenstift drauf gemacht. Oh, aber die Farbe gefällt mir echt gut. Du kannst küssen damit. Gut, welchen nehmen wir als nächstes? Ja, nehmen wir einfach mal den hier. Ja, das ist der NYX Lingerie in der Farbe Embellishment. Und das ist der teuerste. Der kostet 7,85 € und ist auch noch Liquid Lipstick. Und ganz ehrlich, ich habe hohe Erwartungen, dass der nicht abfärbt. Macht ihr das auch manchmal, wenn der Liquid Lipstick nicht trocken ist, so... Obwohl, eigentlich mache ich das nie. Ich glaube, der ist getrocknet. So vom Aussehen her komplett matt. Man sieht aber auch die Lippenfältchen. Also sollte man den auf jeden Fall nicht auf trockenen oder rauen Lippen auftragen. Auf jeden Fall auf weichen Lippen, weil der wirklich die Lippen sehr hervorbringt. Aber der ist super matt. Dann schauen wir mal, ob der jetzt wieder abfärbt. Dann komm. Okay. Was sagst du vom Gefühl? Hat sich auf jeden Fall besser angefühlt als der letzte. Mhm. Also ich habe jetzt nicht so gemerkt, da klebt irgendwas oder irgendwas ist rau oder so. Also es hat sich ganz einigermaßen natürlich. Ich habe eigentlich auch noch alles drauf. Einigermaßen natürlich angefühlt. Und ich weiß nicht, ich sehe mich jetzt noch nicht, aber ich. Ja, mach mal ab, aber also ich sehe jetzt nichts krasses, aber. Oh ne, fast gar nichts. Ist echt so, das ist glaube ich nur mein Make-up. Ja. Also das ist jetzt wirklich gut, also wie man sieht, sieht man nichts. Matt ist er auf jeden Fall, färbt nicht ab. Und fühlt sich gut. Der geht überhaupt nicht ab, auch nicht mit dem Abschminktuch. Ja, ernsthaft jetzt. Ich habe nur noch die Haare vom Abschminktuch und von den Lippen. Oh. So, an dieser Stelle müssen wir den Test leider an einen Spaß. Gut, das ist der von Alverde. Und zwar ist das der Matte Lipstick 10 Wet Kiss. Der hat 2,95 € gekostet und gehört damit zu den günstigsten. Okay, aufkriegen tue ich den nicht. Meine Hände sind immer noch richtig glitschig vom Abschminktuch. Ja, okay, gut. Was ich schon mal sagen kann, der riecht... Wow. Willst du ihn wieder essen? Ja. Nee, ernsthaft, der riecht nach Mauern. Und das ist geil. Ja, vom Matt her muss ich ehrlich sein, es geht. Also da waren die ersten beiden matter. Ich finde, der hat einen leichten Schimmer. Kann ich nochmal sagen, wie du den Duft findest. Okay. Okay. Der riecht echt gut. Der riecht richtig gut. Ich weiß. Okay, komm. Oh shit! Man schmeckt den sogar. Also ich glaube, es ist viel bei mir gelandet, oder? Meine Lippen kleben. Ich schmeck's auf meiner Zunge. Als hätte ich so ein Stück gegessen davon. Nee, ganz ehrlich, durchgefallen. Den fand ich. Der ist nicht matt. Ne? Der färbt komplett ab. Ja, aber der hat extrem abgefärbt, das Ding. Ja, mega. Wenn der nicht lila ist, ne?
Geil, das ist der matt Vibrant Shock von Essence. Und zwar sind das diese mega. Der ist wirklich so. Der hat 2,25 € gekostet und ist damit der günstigste. Vom Tragegefühl geschmeidig. Geschmeidig. Riecht nach ganz normalem Lippenstift. Der sieht wirklich sehr matt aus. Ich kann mir schon denken, dass der ziemlich abfärben wird, aber. Und was denkst du? Hat sich aber eigentlich ganz gut angefühlt. Ja, denkst du, du hast nicht so viel abbekommen? Also, weil ich das rieche und jetzt auch, wenn ich mir über die Lippen gegangen bin, auch wieder schmecke, denke ich mal, dass ich ein bisschen was auf meinen Lippen habe, auf jeden Fall. Ein bisschen was, ja, dann schmier mal ab! Okay, also ich habe mich, glaube ich, habe ich den drauf gemacht. Ja, du hast den drauf gemacht. Ich fand, es hat sich aber nicht so schlimm, in Anführungsstrichen, angefühlt wie bei dem anderen, der so heftig abgefärbt hat. Also, meine Lippen, ne? Die schmecken jetzt einfach so nach diesem Abschminktuch. Das schmeckt richtig. Nach dem Abschminktuch, frag mich mal. Das ist der von Maybelline und zwar der Vivid Matte Liquid. Und da bin ich wirklich echt gespannt. Der hat 5,95 € gekostet. Teuer. Also auch schon ziemlich teuer. Da habe ich letztens noch voll die Werbung im Fernsehen gesehen. Ja, voll matt und sowas. Das ist der shinieste Lippenstift, den ich jemals auf den Lippen gehabt habe. Mhm. Du kannst die Melodie gar nicht. Ich hab's dir besser gemacht als du. Wer hat's besser gemacht? Vom Aussehen her, komplette Katastrophe. Es schimmert alles. Es schimmert eigentlich wirklich komplett. Vielleicht ist das ja gerade voll das Wunder, wenn ich dich küsse und er färbt nicht ab, aber wir wissen alle, wie das jetzt gleich hier enden wird. Ich sehe gleich wieder aus wie der Joke. Es muss sein. Es muss sein. Ich küsse dich kein zweites Mal. Ich sehe es schon im Kleinen. Ich sehe aus wie ein Clown. Guck mal bitte. What the? Ich habe das gemerkt, als ich dich geküsst habe, dass ich dir eigentlich jetzt meinen kompletten Lippenstift übertrage. Also da, ich bin sowas von enttäuscht von dem. Okay. Das ist auf jeden Fall der von Trend It Up. Und zwar ist das der Ultra Matt Lip Cream. Der kostet 3,75 €. Schauen wir mal. Schauen wir mal, genau. Nein, Spaß! Nö, also ich würde auf den ersten Blick auch jetzt sagen, dass der matt ist, aber doch. Aber ich merke einen Mini-Schimmer, muss ich ehrlich sein. Ich merke einen kleinen Schimmer, aber der ist matt und er fühlt sich matt an. Fühlt sich schon ein bisschen mehr so an, als trocknet der ein bisschen die Lippen aus. Ja, mach mal jetzt mal. Komm ich aber näher. Oh. Was denn? Fühlt sich irgendwie cooler. Ich hätte jetzt gesagt, dass es sich ganz natürlich anfühlt. Ja? Also es ist schon so, man merkt es, also ich denke mal, man wird es immer merken. Auf jeden Fall. Habe ich was drauf? Ja, du hast auf jeden Fall was drauf. Natürlich nicht so viel wie bei den anderen, aber du hast schon was drauf. Ja, das kann gut sein. Aber jetzt sieht er immer noch gut aus, so. Ist auch ein klein bisschen drauf gekommen. So sieht mein Abschminktuch aus. Geil. Das ist der von P2 und zwar ist das der Full Matte Lipstick in der Farbe 070. Ich finde, der sieht super aus. Der ist schon matt, auf jeden Fall. Und der ist sehr cremig. Also, sehr cremig auf den Lippen. Ist cremig gut oder schlecht? Ich finde, man merkt, dass man was auf den Lippen hat, was eigentlich dann wieder schlecht ist. Und ich finde immer, wenn ich merke, dass ich was auf den Lippen habe, also dass der cremig ist, dann merke ich auch, dass er auf jeden Fall abfärben wird. Ja, also ich würde es wahrscheinlich schon schlecht finden, wenn du sagst, der ist cremig. Ich sehe, dass du es drauf hast. Ja, ich finde, ich schmecke es auch ziemlich intensiv jetzt, dass ich ihn drauf habe. Ich zum Beispiel habe dieses Mal nicht geschmeckt. Ich fand es auch, hat sich nicht so gut angefühlt. Nicht so gut. Es war sehr schmierig. Genau. Ja. Und abfärben kannst du ja mal. Ja, schauen wir mal. Dein Tuch nehmen und dann schauen wir mal. Ja, so war halt bei. Wir haben ungefähr gleich abgefärbt, würde ich sagen. Ja. Würde ich auch sagen. Ja, das war eigentlich schon. Wir haben jetzt alle fertig getestet. Mein Favorit ist halt der NYX Lingerie. Das war jetzt auch der teuerste für 8 €. Aber es lohnt sich wirklich. Mit dem kann man küssen und es färbt. Auch gut, ja. Es färbt nichts ab. Also. Aber das ist auch nicht nur, weil der so teuer ist. Man hat ja bei Maybelline gesehen, der kostet ja auch 6 €. Der war zum Beispiel scheiße. Ja, das stimmt. Ja, gut, dann schreibt uns doch mal in die Kommentare, ob ihr schon einen von denen gekauft habt, wie euer Gefühl so war. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen mit Jonas. Und dann würde ich sagen. Auch. Verlinke ich euch noch hier 2 Videos und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Genau, vor sein Gesicht. Tschüss.